Das ist eine Tür. Man könnte sagen, eine Tür wie viele andere. Und doch ist sie einzigartig, denn jede Tür umgibt etwas Geheimnisvolles. Hinter Türen spielen sich Dramen ab, echte und inszenierte. Hinter Türen werden Entscheidungen getroffen, die die Welt verändern. Hinter Türen warten Wissen und Macht, Abkürzungen und Absperrungen. Geheimnisse und Heilige, Heilung und Seuche. Öffnen sich Türen, offenbaren sie zuweilen neue Welten oder gewähren Zugang in vertraute Gefilde. Wir Forschende vom Leipzig Research Center Global Dynamics sind so etwas wie Profis für den Blick auf Türen und die Welt dahinter. Unsere Geistes-, Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen wollen verstehen, welche globalen Dynamiken sich hinter den oft nur scheinbar verschlossenen Türen und Toren, Pforten und Portalen entfalten und fragen, was verbindet sie und wer verbindet sie? Es ist jedoch unmöglich, allein durch die Türen der Welt zu schauen. Deshalb arbeiten wir in einem internationalen Netzwerk mit Kolleginnen auf der ganzen Welt zusammen. Es gibt jedoch ein Problem. Auch wir WissenschaftlerInnen arbeiten hinter Türen. Zum Beispiel so einer oder so einer. Im digitalen Zeitalter sind sie glücklicherweise in Lichtgeschwindigkeit überwunden. Überall öffnen Forschungseinrichtungen der Global und Area Studies ihre digitalen Pforten, um mit kreativen Mitteln wie Blogs, Podcasts oder Videogesprächen kluge Einblicke und schnelle Zugänge in die Forschung zu gewähren. Allerdings ist das Feld an Angeboten mittlerweile so vielfältig, dass es kaum noch möglich ist, den Überblick zu behalten. Dann kann es passieren, dass Menschen vor einer Tür innehalten und denken, die kenne ich schon, hier war ich schon mal. Deshalb muss eine neue Art von Tür her. Vielleicht sagen wir ein Portal, das aus verschiedenen Weltregionen stammt und über verschiedene Weltregionen berichtet. Cross-Area eben. Es ordnet das bestehende Angebot aus unserem Forschungsnetzwerk für die Informationsbedürfnisse von WissenschaftlerInnen und allen anderen Menschen. Eine gemeinsame Redaktion aus unserem Forschungsnetzwerk wird dazu regelmäßig Dossiers zu Erkenntnissen aus den Global und Area Studies erarbeiten. Sie fragt und erklärt, wie sich neue Weltordnungen herausbilden und räumlich ausprägen, wie Krisen des gesellschaftlichen Zusammenhalts sich regional, national und global entfalten, wie Religionen, Wissensordnungen und Ideologien weltweit miteinander konkurrieren und in welcher Wechselbeziehung Menschen, Ressourcen und Natur stehen. Mit dem Wissenschaftsportal CrossArea legen wir den Fokus auf global-gesellschaftliche Entwicklungen und flankieren mediale Debatten mit Hintergrundinformationen aus der Forschung. Unser Wissenschaftsportal wird die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen und Regionen zu globalen Dynamiken stärken und Anreize für neue Forschungsvorhaben und Konzepte setzen.